Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr werdet bestimmt schon gelesen haben, es gibt heute ein Zuschauer-Haul. Ja, was ist denn das, werden sich viele fragen. Genau. Unter meinem letzten Video hat eine Zuschauerin einen Wunsch geäußert und hat gesagt, Mensch, Astrid, kannst du nicht mal was aus dem Bereich Naturkosmetik vielleicht abdrehen? Hat mir so zwei Vorschläge gemacht und ich habe mich dann für eine Marke entschieden. Daraufhin bin ich los und habe das dann erstmal eingekauft. Ich hatte aber auch kurioserweise noch etwas hier, was ich schon vor Wochen gekauft hatte. Ich hatte da auch schon mal vor, einen kleinen Haul zuzumachen, so ein DM-Haul, und habe es dann einfach bisher vergessen. Und da habe ich gemerkt, Mensch, ich habe ja noch drei oder vier Produkte, die hatte ich schon hier und den Rest habe ich jetzt nur dazu gekauft von der Marke Alverde. Ja, ich habe mich entschieden für Alverde. Es gab so die Möglichkeit Alterra oder Alverde, sollte was aus dem Bereich Naturkosmetik sein. Und da habe ich mir gedacht, jo, das werden wir machen. Und dafür habe ich eingekauft. So, vorweg noch ganz kurz ein ganz großes Dankeschön. Unter meinem letzten Video hat jemand eine kleine Spende gemacht. Er hat auf die Thanks gedrückt unten in der Kommentarleiste und hat 2 Euro, glaube ich, gespendet. Dafür möchte ich Danke sagen. Ich kann leider deinen Namen nicht aussprechen, weil das sind so viele aufeinanderfolgende, ich sage immer Hieroglyphen, ne? Trotzdem ganz, ganz lieben Dank an dich, an den Zuschauer, der mir das gespendet hat. Und das möchte ich hier im Video gleich mal erwähnen. So, das war erstmal das. Gibt es sonst noch irgendwas? Ja, ich bin heute ungeschminkt. Ich habe nur Mascara drauf und Lippenstift. Ansonsten trage ich die neue Creme von Cosline. Ich teste sie ja jetzt schon über eine Woche. Tolles Produkt, schaut da gerne mal auf den ihre Seite. Ich mag sie sehr, sehr gerne. Im Übrigen gibt es da gerade so eine Aktion, da könnt ihr euch einen kostenlosen Sachet oder mehrere, ich weiß nicht wie viel, die in die Umschläge packen. Jedenfalls bekommt ihr kostenlos Proben zugeschickt von der Cos Art Cream oder Cos Cream. Das machen die im Übrigen bei ihrer Foundation auch, genau. Da könnt ihr nämlich auch so kleine Sachets mal anfordern und sagen, ich hätte gerne mal einfach nur getestet. Und das machen die mit der neuen Creme auch, finde ich im Übrigen mega klasse. Habe keine Kooperation mit denen, auch keine bezahlte Geschichte, wollte ich nur mal erwähnt haben. Und ja, kostenlose Sachets, wenn man die einfach so verschickt, dann muss man schon sehr überzeugt sein von seinem Produkt. Also ich bin es momentan noch. Ich finde die richtig toll und deswegen. Ich bin heute ungeschminkt soweit. Nur Mascara und Lippenstift habe ich drauf. Und dann legen wir einfach mal los mit dem kleinen Zuschauer-Haul, der als Wunsch unterm letzten Video war. Als erstes möchte ich die Produkte zeigen, die ich schon hier hatte. Da war ich nämlich schon an der Theke. Das war diese typische Limited Edition oder Sonderaktionssache, ne? Da gab es 0,2% Squalan 3-in-1 Serum Foundation, das ist diese hier. Und die habe ich den Tag mitgenommen. Die werde ich mit euch auch nochmal ausprobieren. Ich habe die schon mal auf dem Handrücken ausgetestet. Mensch, ich fand die gar nicht schlecht, Leute. Aber ich würde sie gern mit euch mal in einem Video noch mal austesten. Da mache ich es dann aber nicht ganz so lang. Da gucke ich mal, wie ich das kürzer halte. Ansonsten, ja, schauen wir mal. Dann habe ich an dem Tag auch gekauft 2% Elektrolyte Gesichtsmaske. Die war den Tag auch in diesem Sonderpostenaufsteller. Die habe ich auch mitgenommen. Ihr wisst ja, ich bin ein Riesenfan von Masken, weil Masken helfen immer, gerade wenn man älter wird. Ich bin ja nun auch schon 58. Und deswegen kommen mir Masken eigentlich immer ganz gelegen. Ich habe im Übrigen auch schon eine Umfrage gestartet auf Instagram. Da kam ganz viel zurück. Ja, gerne auch mal wieder so ein Mittwoch-Maskenvideo morgens. Schreibt es mir auch gerne drunter, wenn ihr gerne mal wieder ein Maskenvideo sehen wollt. Zum Beispiel diese Maske hier von Alverde. Und dann werde ich die mit euch zusammen auftragen. So, das war dabei gewesen. Was habe ich an dem Tag noch gekauft? Genau, eine Mascara, 0,2% Squalan-Mascara. Intensive Pflege und Volumen, das war diese hier mit diesem aprikofarbenen Deckel. Ach, das passt im Übrigen auch hierzu, seht ihr das? Das war irgend so eine Limited Edition. Da war das noch dabei und dann hatte ich mitgenommen ein Augenserum und zwar 1% Bakuchiol-Komplex, das ist dies hier. Vielleicht könnten wir das in dem Video dann einfach mal unten drunter noch geben, bevor wir dann die ganzen anderen dekorativen Geschichten von Alverde im Nachhinein auftragen. So, das waren also die 4 Produkte, die ich schon zu Hause hatte. Und jetzt kommen die Sachen, die ich noch dazu gekauft habe. Ich habe ein Make-up genommen und zwar mit Hyaluronsäure und zwar das Hautton Anpassende von Alverde. Ich mag solche Sachen eigentlich ganz gerne, weil bei mir ist es immer sehr, sehr schwierig, den richtigen Hautton zu treffen. Und oft erwische ich einfach immer Produkte, die viel zu gelbstichig sind.
Also habe ich mir gedacht, okay, Astrid, dann nimmst du mal Hautton anpassend. Ich hoffe, dass es ein bisschen ein kühlerer Ton ist. Letztens hatte ich auch ein Produkt und das war total gelbstichig. Kommt noch in ein Video, weil es für mich ein absolutes Flop-Produkt war aus der Drogerie. Eine BB-Cream würde ich auch nicht mehr nachkaufen. Ich habe sie auch nur einmal benutzt auf Instagram, glaube ich, ne? Und habe dann gesagt, Leute, also das ist für mich kein Nachkaufprodukt, auch wenn jeder andere sie vielleicht mag. Das müsst ihr immer bedenken, das, was ich nicht mag, kann für euch der absolute Hit sein, ja? Aber wir werden Hautton anpassendes Make-up von Alverde ausprobieren in dem Video. Ich habe mich dazu entschieden, auch von Alverde Naturkosmetik den Bronzer zu kaufen. Das ist dieser hier in dieser grünen Verpackung. Marmorierter Duo Bronzer 01 Soft Bronzer. Und was ich euch auch schon sagen kann, ist, dass das gute Stück da unten nicht mehr drin sitzt, ne? Das fällt mir also schon entgegen. Er ist schon kaputt. Also müssen wir ein bisschen aufpassen beim Auftragen. Vielleicht kann mein Mann mir den auch irgendwie ein bisschen festkleben von unten. Aber ich bin immer so, ich möchte da auch keinen Sekundenkleber rein haben. Mein Mann, der greift dann immer gleich zu Sekundenkleber und da mag ich es eigentlich auch nicht so gern. Auf alle Fälle ist es ein marmorierter Duo Bronzer. So sieht der aus. Und wie gesagt, der Farbton 01 Soft Bronze. Dazu habe ich von Alverde Naturkosmetik den Blush genommen. Multicolor Blush Nummer 10 Coral Glow. Das ist dieser hier. Ich mache ihn auch mal auf, dass ihr ihn ganz sehen könnt. Oh, der ist noch gut zu. So, das ist dieser hier in dem Farbton. Der hat also mehr diese rosanen, frischen Töne, finde ich immer ein bisschen schöner für mich, weil ich ja auch so einen rosanen Unterton auf der Haut habe. Habe mich also für den Blush entschieden. Das heißt, wir haben eine hauttonanpassende Foundation mit Hyaluronsäure, einen Duo-Bronzer, ein Blush haben wir schon, dann habe ich gekauft, ich konnte mich nicht entscheiden, zwei Lidschattenpaletten. Ja, einmal habe ich zu dieser etwas größeren gegriffen. Das ist die Eyeshadow-Palette 50 Nude Glam. Ja, da sind Nude-Töne dabei und natürlich auch schimmernde Töne. So sehen die aus. Und ich habe mich für die Nude-Palette entschieden. Ich hätte mich auch für diese andere entscheiden können. Da waren mehr so lila und rosa und alles sowas drin. Aber ich habe gedacht, Nude habe ich immer ganz gerne als Base, ne? Ich brauche hier so einen Verblendeton für den Lidschatten. Ich hätte gern so einen schönen, kühlen Ton eventuell für die Lidfalte. Auch ein dunklerer ist dabei, aber auch schimmernde Töne in so einem leichten Rosenholzton hier. Also ich habe gedacht, nimm mal die Nude-Palette, weil. Weil es gab nämlich noch so eine Quad-Vierer-Palette und das ist die Lidschatten Quattro 98 Lavender Dream. Genau, und das sind jetzt solche Töne, die in den Bereich Lila und Rosa gehen. Das seht ihr schon. Und da habe ich mir gedacht, dann kann ich mit so einer Quad-Palette spielen, wenn ich die Farben möchte, habe aber auch die Farben für die Lidfalte, den Verblendeton in dieser großen drin. Ne? Das heißt, ich habe also zwei Lidschattenpaletten gekauft. Ich bin da sehr gespannt drauf. Aus der Drogerie kannte ich früher Sachen von Catrice oder auch von Essence. Also Essence hat mich früher ja nie enttäuscht. Ne? War ich immer ein riesengroßer Fan von. Bin also gespannt, ja, wie ich die von Alverde finden werde. Jetzt fällt mir gerade noch was ein. Ich habe doch was am Anfang vergessen. Möchtet ihr noch 40% auf Ohrringe sparen? Ich habe hier meine allerliebsten Ohrringe drin. Super schwer sind die auch. Das heißt, das ist also richtig Gewicht. Nicht nur so ganz leichte Hängerchen. Mein Punkt hat nur dieses Wochenende. Jetzt fällt es mir ein. Nur dieses Wochenende von Freitag bis Sonntag. Sonntag bis 23:59 Uhr. Wieder ein Rabattcode. 40% könnt ihr sparen mit X40. Und die Versandkosten werden euch nochmal gestrichen. Das heißt, ihr zahlt keine Versandkosten, wenn ihr den Code Astrid2019 anwendet. Beides werde ich aber unten nochmal mit in die Infobox setzen. Also wen es jetzt interessiert und der sich das nicht gleich merken kann, schaut einfach hinterher in die Infobox unten drunter. Da steht dann der aktuelle Rabattcode für dieses Wochenende. Gilt aber nur für Ohrringe. Also richtig shoppen mit 40%. Aber dann leider nur alles auf Ohrringe, dafür aber alle. Ob nun Silber, Goldfarben oder eben auch Roségold. Ne? So, das wollte ich noch erwähnen. Das habe ich nämlich vergessen. 40% sparen bei meinem Punkt dieses Wochenende. So, dann habe ich einen Lippenstift oder vielmehr einen Lip Liner mitgenommen. Der hat mir gestern, ich habe den versucht aufzutragen. Das ist irgendwie nicht ganz gelungen.
Er kommt auf meinen Lippen dunkler rüber, wie er in Wirklichkeit ist eigentlich. Dann habe ich gemerkt, dass es keiner zum Rausdrehen ist, sondern einer zum Anspitzen. Seht ihr das? Ich mag ja diese zum Anspitzen nicht so gerne. Ich liebe ja eigentlich die Fineliner zum Rausdrehen. Ich habe hier den Farbton 04 Berry genommen, also einen bärigen Farbton. Aber bei mir kam der gestern auf den Lippen sehr bräunlich rüber. Mal gucken. Den habe ich noch mitgenommen. Dann habe ich passend zu den Lippenprodukten, also zu dem Lip Liner, den wollte ich solo auftragen anstatt Lippenstift. Juicy Lips, den habe ich gestern im Übrigen schon auf Instagram so gehypt, weil ich gesagt habe, Leute, der ist ja so schön. Ich habe hier Nordic Berry. Oh, Leute, der Duft und auch das Auftragen. Ich finde ihn wirklich sehr, sehr schön. Ich kann ihn heute noch mal schnell mit auftragen, damit ihr mal seht, wie der ist. Also man braucht hier nur rausdrücken, da ist so ein kleiner Applikator, wie man das auch von Lippenpflegeprodukten kennt. Ich habe hier jetzt einen Lippenstift von Catrice drauf, den gibt es nicht mehr, aus der Drunk in Diamond Linie, der Nummer 30 oder 030, gibt es eh nicht mehr. Schaut mal. Finde den richtig schön. Das ist ein ganz, also ein ganz toller Lip Plumper. Der macht so juicy Lippen, so richtig, wirklich wie er heißt. Ich mag den total gern. Schaut mal. So, den habe ich noch mitgenommen und den liebe ich jetzt schon. Und dann ein, ja, eigentlich transparentes Augenbrauen- und Wimperngel. Also, ihr könnt das sowohl als auch nehmen. Das ist dies hier. Hier oben, wenn ihr die Kappe abzieht, habt ihr eine kleine Bürste oder ein Kämmchen, je nachdem, was ihr mögt. Ich habe das auch schon ausprobiert gestern. Ich habe auch mal versucht, so mit der Bürste hier durchzugehen. So. Eigentlich sehr, sehr schön. Ich muss mal gucken, was der macht. Der soll auch so die Augenbrauen pflegen und, glaube ich, Wimpernwachstum und Augenbrauenwachstum ein bisschen anregen, ne? Weil da ist meiner Meinung nach Jojobaöl mit drin, ne? Formt, fixiert und pflegt. Genau. Das fand ich eigentlich sehr schön. Und die Augenbrauen und Wimpern mit Jojobaöl aus kontrolliertem biologischen Anbau. Ja, also ich mache es so, wenn ich das für die Augenbrauen benutze, kommt es bei mir nicht mehr auf die Wimpern. Was ich für die Wimpern benutze, benutze ich ausschließlich auf den Wimpern und nicht mehr für die Augenbrauen. Ich werde ihn jetzt benutzen, nur noch für die Augenbrauen und bin mal sehr gespannt. So, und dann kommt das letzte Produkt, auch eine Maske, die lag aber mehr so unten im Dauersortimentfach, möchte ich mal sagen. Von Alverde, die Professional Overnight Mask Hyaluron pflegt intensiv. Und da fühlt sich das so ein bisschen an, als wenn das auch ein Gel ist. Bei der anderen bin ich mir nicht sicher, ob es nicht eventuell eine Creme ist. Aber hier wird es wahrscheinlich ein Gel sein. So, das sind die Produkte, die ich also für das Video gekauft habe bei DM. Und das ist also, wie gesagt, das Make-up, der Blush, der Duo-Bronzer, Lip Liner, Juicy Lips, Augenbrauen und natürlich, Moment, ich hole sie nochmal her, die beiden Lidschattenpaletten. Das waren also die Produkte, die ich gestern für euch oder für die Zuschauerin geshoppt habe, genau, weil es halt ein Zuschauerwunsch war und somit ist es ein Zuschauerwunsch-Haul. Genau. So, meine Lieben, das war's. Ach, der Lip Liner war, glaube ich, noch dabei. Mascara haben wir auch, dann können wir nämlich loslegen. Ich wünsche euch viel Spaß hier heute beim Zuschauen bei diesem Video. Ich würde mich natürlich über einen Daumen hoch freuen oder auch ein Abo. Und ansonsten, diese Produkte kommen dann am Montag. Freut euch drauf und ja, bis dahin. Liebe Grüße von mir und wie gesagt, ich bin bei diesem Wetter ganz, ganz oft ungeschminkt und so sehe ich dann halt aus. Nichts auf der Haut, außer die COS Art Cream und ein bisschen Mascara und Lippenstift, genau. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Vergesst den Rabattcode nicht von meinpunkt hier. Ohrringe, alles auf Ohrringe. Wir haben natürlich auch noch andere schöne Sachen. Den Ring habe ich da auch von. Und auch diese Kette hier mit diesem Fischskelett finde ich sehr, sehr schön. Habe ich dort auch geshoppt. Genau. Ach, und dann habe ich noch geholt gestern bei dieser Aktion Hydrogel Augenpatches von Essence. Bin mal gespannt, wie die sind. Und zwei neue Feilen habe ich mir mitgebracht von Essence. Ihr wisst, ich liebe die. Die hat vier Seiten. Ich benutze aber immer nur die weiße und die schwarze. Das habe ich noch mitgenommen und das war von Essence. Genau. Und die werde ich auch mal austesten. Vielleicht machen wir es sogar an dem Tag, wo ich das Video abdrehe und mir die dann vorher unter die Augen packe und wir dann erstmal gucken, wie die so auf den Augen rüberkommt. Genau. Also,
Meine Lieben, viel Spaß und wir sehen uns am Montag wieder. Bis dahin, liebe Grüße.